Hi, ich habe mir jetzt ungefähr seit 2 Wochen meine Haare nur mit Erde gewaschen als Selbstversuch. Wie das Ganze funktioniert, jetzt in diesem Video. Viel Spaß, ich gehe unter die Dusche. Bis gleich. So, ich komme jetzt gerade aus der Dusche, die Haare sind noch ein bisschen nass. Ich habe lange Zeit ganz normale Shampoos benutzt, wie wahrscheinlich viele von euch gerade auch. Ich habe aber dann immer wieder Probleme, zum Beispiel mit Schuppen gehabt, das war sehr nervig. Und was mich auch gestört hat, war die chemische Komponente, dass da viele Substanzen drin sind, die mir dann am Ende vielleicht noch irgendwie in die Augen laufen und mir ein Brennen des Todes geben, worauf ich meistens nicht so viel Bock hatte. Und dann spült man das Ganze noch irgendwann den Abfluss runter und was passiert dann mit der ganzen Sache? Deswegen habe ich mir gedacht, ist das jetzt so gut für mich selber, was ich mir da in die Haare schmiere? Ist das so gut für die Natur? Und deswegen habe ich mir mal eine Alternative überlegt, denn wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, dann versuche ich zumindest mir irgendwie eine Lösung zu suchen. Probiere es mal aus. Wenn es nicht gut ist, kann man ja immer wieder noch zurückgehen zu dem alten System. Deswegen habe ich angefangen, mir seit circa 2 Wochen die Haare als Selbstversuch nur mit Erde zu waschen. Und das Ding ist, das funktioniert unfassbar gut, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Das ist auch keine normale Erde, die man da benutzt, sondern sogenannte Lavaerde oder auch Gasul genannt. Die könnt ihr ganz normal zum Beispiel im Reformhaus, im Bioladen kaufen oder auch online bestellen. Und bei Lavaerde, das war zumindest mein erster Gedanke, denkt man ja vielleicht erstmal an Vulkane. Damit hat Lavaerde aber tatsächlich nichts zu tun. Das ist ein lateinisches Wort, es kommt von lavare und bedeutet waschen. Die Erde besteht aus natürlichen gemahlenen Tonmineralien und ist somit voll an Magnesium, Calcium, Kalium, Eisen, Phosphor und Silizium. Ja, und dagegen sind normale Reinigungsprodukte natürlich voll mit Silikon, Paraben und Tensiden, die zum Beispiel aus Erdöl hergestellt werden. Und das ist alles nicht wirklich gut biologisch abbaubar. Also ihr merkt schon, toll, für euch selber ist es nicht und für die Natur eigentlich auch nicht so wirklich. Wenn ihr jetzt die Lavaerde habt, dann streut ihr euch die nicht einfach auf den Kopf, sondern ihr vermischt das Ganze erst mit Wasser. Ich habe zum Beispiel eine kleine Box, die ich dann zumachen kann und mit unter die Dusche nehmen kann. Ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. In Kombination mit Wasser wird das Ganze so ein bisschen gelartig und kann dann dadurch zum Beispiel Schmutzpartikel und Fett ganz leicht lösen. Wenn ihr also die Paste aus Erde und Wasser angerührt habt, könnt ihr das Ganze auf eurem Haar verteilen. So, wir schmuggeln uns das Ganze jetzt mal in die Haare. Hier habe ich das gute Zeug. So sieht das aus. Das kann man jetzt so ein bisschen vermischen. So, aber erstmal mache ich mir die Haare nass. Die sind jetzt auf jeden Fall nass. Mann, ey, das wird eine Riesensauerei. Das mache ich normalerweise unter der Dusche. So, nimmt man sich einfach so ein bisschen. Das wird alles sehr glitschig. Ich muss ja immer so ein bisschen in die Kamera schielen. So, das quetsche ich mir jetzt hier mal in die Haare. Ich übertreibe es mal ein bisschen. So viel nehme ich nicht und das ist meistens auch ein bisschen flüssiger. Da. Bart auch ein bisschen und darf auch nicht fehlen, ne? Also, lecker sieht es nicht aus. Aber es funktioniert. Und das reicht ja. Naja, und danach muss es natürlich gut ausgespült werden. Ich benutze die Erde sogar für meinen Körper. Ich finde zum Beispiel auch den Geruch sehr, sehr angenehm. Nicht so synthetisch wie normale Shampoos, sondern sehr, sehr mild. Aber trotzdem fühle ich mich beim Duschen immer wieder so ein bisschen komisch und habe so einen kleinen Flashback an den letzten Schlammbadurlaub in Kroatien. Ja, aber ich finde es ganz lustig, mich dann mit dem Schlamm einzureiben. Ich glaube, das ist einfach so eine Übergangsphase, an die man sich einfach gewöhnen muss. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass die Lavaerde euren Abfluss verstopft. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren, weil durch die Kombination mit Wasser löst sie sich dann irgendwann in ganz kleine Erdpartikel wieder auf und man kann es ganz normal einfach wegspülen. Apropos Erdpartikel, was ich ein bisschen nervig fand, nach dem Duschen hat man manchmal so ganz kleine Erdpunkte noch auf seinem Haar.
oder generell auf der Kopfhaut, wo man es nicht so gut rausspülen kann. Das ist aber gar nicht so schlimm. Manchmal erkennt man, also manchmal hat man fast gar nichts. Manchmal sind dann doch noch ein paar Sachen übrig, aber wenn die Haare komplett getrocknet sind und nicht so wie bei mir, wo die jetzt noch halb nass sind, kann man die einfach dann rausstreichen. Also die fallen dann entweder von selber runter oder ja, man hat Glück und man hat fast keinem Haar. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich begeistert. Ich habe zum Beispiel, seitdem ich die Erde benutze, keine Probleme mehr mit Schuppen. Und ich finde es generell auch mit diesem schlammigen Gefühl irgendwie ganz entspannt, damit in die Dusche zu gehen. Also probiert es auch gerne selber einfach mal aus. Falsch machen könnt ihr nicht großartig was. Das ist das Coole daran. Wenn es für euch nicht funktioniert, dann kann man ganz normal einfach wieder die alten Gewohnheiten annehmen. Wenn es besser funktioniert, umso besser. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Für die Umwelt muss man sagen, ist es auf jeden Fall allemal besser, weil es einfach nur Erde ist. Auf Teilen der Welt benutzt man Lavaerde sogar schon seit dem Mittelalter. Das fand ich ziemlich spannend, was für eine lange Geschichte eigentlich auch dahinter steckt und wie lange die Menschen sich schon mit Erde die Haare oder auch den Körper waschen. Ansonsten wie immer vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wie immer abonniert, kommentiert, randaliert, eskaliert und hypnotisiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne?